Shalom Aleichem. Ich bin unabhängig, sagt mir eine Frau. Ich will von niemand abhängig sein. Ich bin eine selbstständige Dame. Gut, soll es gesund sein. Gesund und stark. Bis 120 plus. Schönes Leben. Amen. Aber Hashem hat nichts in dieser Welt geschafft vollkommen. Hashem hat alles geschafft, dass wir eine dem anderen brauchen. Menschen brauchen Essen, Trinken, Luft, Wasser. Auch die Seele braucht Eltern, Mispoche, Freunde, Liebe. Gerade jetzt, nach diesem Jahr, wo Menschen sind in tiefen Einsamkeit und alleine geraten, wo die ganzen gesellschaftlichen Sachen geschlossen sind, plötzlich spüren alle, wie schön ist das, mit Menschen zu begegnen. Baruch Hashem. Nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Aber auch in die ganze Welt kannst du nicht leben ohne Schuster und ohne Schneider und ohne Maler und ohne Bauer und ohne Tischler. Du brauchst alles und eine baut die Straße und je eine fährt den Bus und eine Hand hilft dem anderen. Sogar wenn Menschen sterben, die begraben, die Chevre Kaddische, heißen Gmilus Chesed Shel Emes, eine wahre Wohltätigkeit von Wahrheit. Insbesondere Partnerschaft, ein Mann und eine Frau, alleine, die sind nicht vollkommen. Die sind abhängig. Und diese Abhängigkeit ist sehr, sehr schwierig. Und viele Menschen wollen nicht diese Abhängigkeit, weil sie ist kompliziert. Aber ohne dem ist es noch schwieriger. Und die wichtigste Sachen, was Hashem hat gegeben in dieser Welt, hat gegeben die Frau. Die Frau hat die größte Mitzvot zu Hause, die Kashrut, die Nida, die Kinder, die ganze Wesen vom Judentum kommt nach die Frau. Jude ist nur, wenn die Mutter ist jüdisch. Also sie ist das allerwichtigste Person zu Hause. So wie mein Kind hat einmal gesagt, vom Backofen kommt ein warmes Essen, wird heiß, von Tiefkühler wird gefroren und von einer jüdischen Mutter wird ein jüdisches Kind. Das ist der Produzent. Und einmal, einer hat gemacht eine Shiur über Tarat HaMishpacha, über Reines die Familie. Und es ist gekommen nur eine Frau. Er hat geschrieben dem Rebbe. Und der Rebbe hat gesagt, die Mutter von Moshe Rabbeinu war auch nur eine Frau. Jeden Mensch braucht jemand. Liebe, Freundschaft, Zuneigung. Alleine ist nicht gut. Wir sind alle abhängig. Wir sind alle abhängig. Wenn ein Mensch sagt dir, nee, ich bin unabhängig, sei gesund. Toda rabba. Bemet, toda rabba.